Was vom Desiro übrig blieb. Guten Abend und willkommen in Gravesend. Sie sind derzeit an eine ausgefallene Einheit gekuppelt, die abgeschleppt werden muss. So, dann begrüße ich euch ganz herzlich zu dieser exklusiven Preview von der Class 700. Wenn Sie bereit sind, legen Sie los. Sie stehen nicht ganz oben auf der Prioritätenliste des Fahrdienstleiters. Rechnen Sie daher unterwegs mit Änderungen im Signalbild. Es geht darum, diesen neuen Zug hier vorzustellen, den die Class 700, den Siemens Desiro-Triebzug, gebaut übrigens in Krefeld bei Siemens Mobility, also ein in Deutschland gebauter Zug, der meines Erachtens auch sehr, sehr, sehr mitteleuropäisch aussieht. Kleine exklusive Preview heute in etwas weniger als 24 Stunden. Ja, 24 wird dieser Zug veröffentlicht werden. Für die Strecke Southeastern High Speed gibt es dann Szenarien und die Einbindung in den Fahrplan. So, dann, es blendet aber hier drin ein bisschen. Fahrtrichtungswender ist schon in Vorwärtsstellung. Der Hauptschlüssel ist ein. Ich glaube, wir sind soweit komplett aufgerüstet, wenn ich das richtig sehe. Wir haben das Tagfahrlicht an. Jawohl, da kommt noch ein HST, nicht HST, Class, habe ich vergessen. 395, glaube ich. Gibt es übrigens eine ganz neue Soundmod, die ganz, ganz toll ist, das habe ich aber nicht drauf. Hier, GSMR ist übrigens bedienbar, wie schon beim letzten Triebzug, der für die Midland Mainline veröffentlicht wurde. Also hier haben wir dann so ein paar rudimentäre Einstellungen, die wir durchführen können. Dann machen wir uns noch DRA und die Sicherungssysteme an. So, einmal mit Steuerung Enter. Und das Ganze bestätigt. Gut, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und dann können wir hier mit dem Leistungsschalter, den müssen wir nach hinten ziehen. Und dann schalten wir Leistung auf. Ja, so hört sich hier der Zug an. Klingt so ein bisschen wie so eine Rettungswagen-Sirene. Allerdings nicht aus Deutschland, sondern aus irgendeinem Urlaubsort. Ne? So ein hochgepitchtes und sehr, sehr schnelles hoch und runter. So klingen hier die Fahrmotoren. Finde ich auf jeden Fall ziemlich interessant. So, wir dürfen 30 Meilen pro Stunde aktuell fahren. Was ganz cool ist, was mir sehr gefällt, ist die Tatsache, dass hier dieses Display bedienbar ist bis zu einem gewissen Grad. Also wir können hier die Helligkeit hoch und runter stellen. Den automatischen Dimmer können wir, glaube ich, nicht bedienen. Cab Air Conditioning können wir einstellen. Brauchen wir jetzt nicht. Hier Kamera funktioniert nicht. Train Configuration. Da sehen wir dann die einzelnen Wagen. So, mal zwischendurch einen Schluck Tee getrunken. Hier haben wir dann, können wir glaube ich so eine Art AFB mehr oder weniger einstellen mit Slow Speed. Das ist wohl so eine Art Waschfahrt, die man dafür einstellen kann. Mit 2 km/h. Echo Info funktioniert nicht. Options funktioniert nicht. Event Overview funktioniert ebenfalls nicht. Hier die Displays funktionieren allerdings auch. Hier können wir den Tractive Effort sehen, also je nachdem, wie viel Leistung wir aufgeschaltet haben. Das klappt nicht, das auch nicht, die Türen auch nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Also die beiden Punkte können wir auf jeden Fall auch bedienen. So, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, solche kleineren Spielereien. Hat auf jeden Fall was. So, jetzt gehen wir mal auf die 70 hoch. Vom Max von dem Triebzug sind 100 Meilen pro Stunde. Und so sieht er von außen aus. Hat ein bisschen was von dem Talon 2, finde ich, vorne, ne? Auch so ein bisschen Hamsterbäckchen-mäßig unterwegs. So, ich weiß nicht, wie wir die ZZA hier umstellen können.
Hier steht nämlich Check Station Screens. Können wir das hier? Nee. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Also was mir an diesem Zug hier so gefällt, ist die Tatsache, dass der Führerstand halt einfach wirklich nicht dieser typisch britische ist, wo man dann diesen Leistungshebel in so 4 Stufen hoch und runter schalten kann, sondern hier hat man tatsächlich diesen kombinierten Fahr- und Bremsschalter, der stufenlos funktioniert. Ne? Also wir haben hier können praktisch jede einzelne Prozentzahl zwischen 1 und 100, was die Leistung angeht, anwählen. Ne? Also ob jetzt 1%, 4%, 7% haben wollen, das können wir ganz individuell anwählen. Und natürlich im Bremsbereich ebenso. Und sowas finde ich immer eigentlich ganz cool. So, in Rochester müssen wir dann anhalten. Okay, wir haben ein haltzeigendes Signal voraus. Also müssen wir mal einmal anhalten. Mussten wir jetzt kurz bestätigen mit AWS. Ist ja aktiviert. Hier eine Class 66. So, dann halten wir jetzt gleich mal an. So, lassen wir ein bisschen mal rollen. So. Hier dieses RLU8 ist übrigens keine irgendwie fehlende Textur oder sowas, sondern das ist tatsächlich hier im Führerstand so. Das steht, glaube ich, für Regular Length Unit, meine ich. Und soll uns, glaube ich, einfach nur zeigen, dass wir 8 Wagen haben. Aber wir haben ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse, ehrlich gesagt, weil der Führerstand halt so krass hell wird, wenn wir hier rausgucken. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit der Augenadaption. Übrigens keine Mods installiert, mit Ausnahme von God Mode. Die klappt interessanterweise. Achso, ja. Ist ja keine neue Strecke. Ist ja nur ein neuer Zug. Also es kann sein, dass irgendwelche Mods für die Strecke installiert sind. Für den Zug sind natürlich keine Mods drauf. Ein schön langer Zug, ne? Das muss man auf jeden Fall sagen. So, Signal vor uns. So. Also eigentlich würde ich sehr gerne was am Bewölkungsgrad ändern. Ich fürchte nur, dass wir vielleicht das Szenario damit zerschießen können, weil vielleicht das Wetter in irgendeiner Form noch eine Relevanz hat. Andererseits ist es halt ein bisschen doof, gerade von den Belichtungsverhältnissen. Das gefällt mir halt gerade gar nicht. Egal, komm, wir machen das einfach mal. So. So fahren wir jetzt einfach mal bei gutem Wetter. Jetzt haben wir vielleicht das Szenario zerschossen, so. Aber, naja. So, nochmal einen Schluck Tee getrunken, passend zur Strecke, zum Land, in dem wir unterwegs sind. Wir sind nämlich in England, in UK unterwegs und können jetzt weiterfahren. Ich weiß nicht, ob wir das bestätigen müssen. Nee, okay, das müssen wir nicht bestätigen. Allerdings ist das nächste Signal sowieso auf Halt. Von daher brauchen wir jetzt gar nicht groß beschleunigen. Der erste Triebzug dieser Art wurde im Jahr 2015 ausgeliefert. Also wirklich ein nicht besonders alter Zug. Sehr, sehr modern im Grunde genommen. Die Thameslink Class 700.
Da kommt uns noch ein Kollege entgegen. Moin. Oder eine Kollegin war das, glaube ich, in diesem Fall. Hier das Horn können wir übrigens auch mal erklingen lassen. So. Also es gibt halt zu diesem RLU nochmal hier zurückkommen, zu dieser Textur hier. Es gibt halt eben Züge mit einer Unit Length, also einer Triebzugenlänge von 8 Wagen. Und es gibt halt die Version mit 12 Wagen. Wir haben halt die 8-Wagen-Version hier. Und 8, das ist schon echt lang, ne? Und 12 ist ja noch so viel länger, das ist unglaublich. Und insgesamt wurden 115 davon bestellt damals. 115 Triebzüge, die 8 oder 12 Wagen lang sind, was schon eine beträchtliche Anzahl ist, ne? Die Class 700 hat übrigens witzigerweise im Jahr. Also erstmal, machen wir einmal kurz das Display dunkler. Das können wir, glaube ich, können wir das auch dunkler machen? Suppress Mode, Special Settings, Day Night, Brighter, da, Darker. Ach, das geht auch sehr gut. Also wir können auch die Touch Displays hier bedienen. Genau, die Class 700 hat im Jahr 2018 den Titel Zug des Jahres 2018 gewonnen. Weil dieses Class 700 tatsächlich eine ganz, ganz große Revolution war, im Grunde genommen für den Schienennahverkehr im in und um London herum. Insgesamt werden 7 Szenarien mitgeliefert mit der Class 700. So, ich gehe mal ein bisschen Stoff hier, damit wir ein bisschen schneller fahren können. 7 Szenarien werden mitgeliefert, alle für die Strecke Southeastern High Speed. Trainingsmodule, oder ein Trainingsmodul gibt es natürlich auch auf der, für das Testgelände. Ist im Fahrplan integriert, selbstverständlich. Den Journey-Modus gibt es auch. Und im Szenario Planner und Livery Designer kann man den Zug selbstverständlich auch verwenden. Zur Class 700 selbst. Gebaut, wie gesagt, von Siemens Mobility in Krefeld, also in Deutschland, aus dem Ruhrgebiet stammend, dieser Zug. Wurde zwischen 2014 und 2018 gebaut. Und insgesamt wurden 60 Sets gebaut. Oh, Signal zeigt Halt. Daher einmal runter mit dem Tractive Effort. Interessant ist halt eben, dass der Zug unter einer 25 Kilovolt Oberleitung fahren kann, also einen Stromabnehmer besitzt und gleichzeitig aber auch diesen Schuh hat, diesen Stromschuh für die sogenannte dritte Schiene, unter der wir jetzt gerade auch fahren, mit 750 Volt. Können wir uns jetzt gleich auch hier mal angucken, wenn wir aus dem Tunnel rauskommen, sowohl Stromabnehmer als auch Stromschuh. Genau, also der Stromschuh ist das hier. Allerdings haben wir jetzt gerade auf dieser Seite die Energie, die wir aus der Schiene ziehen. So, also jetzt wieder auf der anderen Seite. Sowas ändert sich ja auch. Müssen wir ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Aha, neue Werbung. Interessant. Und dann haben wir aber auch. Einmal ganz kurz hier, ja. Dann
haben wir halt auch hier den Stromabnehmer, den wir auch heben können. Das ist auch integriert, die Funktion. Ist natürlich jetzt hier jetzt gerade nicht relevant, brauchen wir nicht. Aber wir können ihn theoretisch integrieren. Und das Coole ist, hier ist eine Lampe, die ist einfach immer an, die den Stromabnehmer hier anstrahlt, weil hier, das hier, eine Kamera ist. Und mit dieser Kamera kann halt der Lokführer oder die Lokführerin tatsächlich den Stromabnehmer überwachen und den sich angucken. Ich weiß nicht, wie viele Stromabnehmer wir auf dem Zug haben. Ich denke mal, zwei werden es schon sein. Jawohl, genau. Hier ist noch der zweite Stromabnehmer. Boah, ist das ein langer, langer Zug, ey. Da ist noch ein Stromabnehmer. Also mehr als zwei sogar. Vermutlich vier Stromabnehmer. So. Können also unter zwei verschiedenen Stromsystemen fahren. Einmal hier über diese recht remarkable Brücke. Sieht ein bisschen aus wie einer dieser Brücken aus Transport Fever, ne? Sehr schön. So, ich wollte einmal hier hin und uns das mal von außen angucken. Gut, so viel sehen wir jetzt leider nicht. So, wir haben wieder Halt zu erwarten. Also ein Triebzug, wo ich sagen muss, der macht schon echt Spaß, den zu fahren, wenn man halt eben entsprechend deutschen Content mag, weil der Zug halt wirklich sehr europäisch wirkt. Der könnte auch einfach so meines Erachtens in Deutschland rumfahren, dieser Zug. So, wir müssen jetzt hier anhalten. Allerdings glaube ich nicht am Bahnsteig, sondern noch ein bisschen darüber hinaus. Hier am Bahnsteig von Rochester. Am Ende wird das eh komplett anders ausgesprochen. Am Ende ist es sowas wie Roster oder sowas. Mich kennt's doch. Es ist doch immer so. Da vorne eine Class 66. Auch eine tolle Lok sind wir, glaube ich, zusammen ein einziges Mal gefahren. Und zwar... ich glaube, wir haben damals einen Flixtrain gezogen von Hamburg nach Lübeck. Auch ein interessantes Szenario damals. Fand ich mega cool. Zwar fiktiv so, aber schön. So, da ist das Signal, da müssen wir auf jeden Fall halten. Okay, das ist hier so ein Bahnhof, der wohl nicht mehr in Benutzung ist. Vielleicht der ehemalige Bahnhof von Rochester oder Rochester. AWS will bestätigt werden. Also AWS ist so ein bisschen wie eine PZB, nur halt ungefähr fünfmal so einfach wie eine PZB. So, dann. Okay, wir sollen noch ein paar Meter weiterfahren. So, noch 4 Yards. 3, 2. So. Entkuppeln Sie die hintere Einheit. Gut, kann ich das vom Führerstand aus machen oder muss ich da hinlaufen, frage ich mich jetzt gerade.
Schauen wir mal, was angezeigt wird, sobald der Text weg ist. Stellen Sie den Kombihebel auf volle Leistung. Echt? Auf volle Leistung Bremse, oder? Bestimmt. Ja, Vollbremsung. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral. Neutral. Drehen Sie den Hauptschlüssel auf aus. Aus. Gehen Sie ans andere Ende des Zuges. Machen wir. Das gibt uns die Möglichkeit, einmal hier durch den Zug zu latschen. Hier übrigens ganz interessant, das Fahrgastinformationssystem, das können wir uns jetzt so nicht so gut angucken, weil wir jetzt nicht im Fahrplan, beziehungsweise keinen Fahrplan haben. Aber es sieht schon sehr, sehr cool aus von der Animation her. Hier der Innenraum, erste Klasse, können wir uns natürlich auch reinsetzen. So, zweite Klasse sieht dann so aus, mit einer 2x2 Bestuhlung, ohne Tische. Jawohl, Türen. Können wir gar nicht öffnen. Ich glaube, dafür muss ich die Türen selbst im Führerstand erstmal freigegeben haben, ne? So. Vielleicht sollten wir die Tür noch schließen. Also wir sind hier unterwegs praktisch als 16 Wagen langer Zug, ne? Das ist schon krass. Sind hier die Trittstufen ausgefahren oder täusche ich mich? Fahren die nicht ein? Sind die immer ausgefahren? Das ist aber knapp, ne? Aber es geht. Achso, Moment. Da war ja das Ende des Zuges, so. Und jetzt? Wo genau soll ich denn hingehen? Muss ich in den anderen Führerstand rein? Ja. Stellen Sie den Hauptschlüssel auf ein. Greifen Sie auf den Konfigurationsbildschirm zu. Entkuppeln. Starten Sie die Entkupplung über die Schaltfläche in der unteren Leiste des Touchscreens. Brightness? Nein. Cab Air Conditioning? Nein. Train Configuration? Jawohl. Drücken Sie auf Entkuppeln. Uncouple. Confirm. Train Configuration not confirmed. Bestätigen Sie die neue Zugkonfiguration. Confirm Configuration. Sehr gut. Hauptschlüssel auf aus. Und dann war es das auch schon. Moment. Tür zu, bitte. Ich glaube, wir haben ja entkuppelt. Sehr schön. Den lassen wir jetzt einfach hier. So. Einmal rein in die gute Stube. Und Türen kann ich auch hier schließen, bestimmt. Führerstandshauptbeleuchtung, nee. Türschlüssel, Schalter, nee, egal. Sehr gut. Hauptschlüssel auf an. Fahrtrichtungswendern, Vorwärtsstellung. Fahren Sie Ihren Zug nach Gillingham und stellen Sie ihn auf dem Nebengleis ab. Sehr gut. So wollen wir das. Übrigens, die DRA hat auch so eine Sprachausgabe. Driver, you have reset the DRA. Please check the signal. Danke.
So. So, wir fahren mit 15 Meilen pro Stunde aus. Und dann dürfen wir jetzt gleich 30 fahren. Dürfen wir jetzt fahren? Machen wir jetzt auch. Es gibt auch übrigens für all die, die sich nicht so gut damit auskennen, gibt es auch ein Manual, das mit der Klasse 700 mitgeliefert wird. So. Einmal rein in den Tunnel. Ja, der Zug gebaut von DTG übrigens hier im Simulator. Und der ist, glaube ich, soweit ich es beurteilen kann, eigentlich recht gut gemacht. Im Vergleich zu der Train Simulator-Version, die ja, glaube ich, auch nicht so schlecht ist. Aber der Unterschied ist auf jeden Fall deutlich zu spüren und zu hören. Es wurde auch Armstrong Powerhouse Sounds benutzt. Also wirklich qualitativ hochwertige Soundaufnahmen. Und dann fahren wir jetzt bis Gillingham Betriebswerk. Oh. Verdammt. Da habe ich zu lang gebraucht. Ja, mein Fehler. Contact the Signaler. Der sagt, ich kann fortfahren gemäß Signalbilder. So. Wie schaffe ich es jetzt, dass sich die Bremse löst? Hier, ich habe den Signaler gecontactet. Vielleicht müssen wir einfach einen Augenblick warten. Vielleicht gibt es ja so eine bestimmte Wartezeit. Ich kann ja mal Leistung aufschalten. Vielleicht löst sich dann die Bremse. Press BR to release brakes. BR. Also Brake Release. Wo? Sand, das sind die Türen. ATO, ETCS, AWS. Das ist der DC und AC-Modus. Also hier schon mal nicht. Signal Bell, Depot Warning Horn. Moment, ich muss erstmal einen Schluck Wasser trinken.
Es ist nämlich unglaublich warm. So. Also, Break Release. Da. Okay. Auf dem Display. Ja. Schau an. Okay, ja. Dann können wir jetzt unsere Fahrt fortsetzen. Ja, wir müssen nur noch bis Gillingham und danach noch den Zug abrüsten. Also dahin. Das ist die gesamte Strecke, ist aus Eastern High Speed. Ich glaube, die Displays hier auf einem von den beiden kann man dann die Kameras sehen. Denke ich mal, ne? Also wenn man hier auf die Kamera da umschaltet. Oh, auch schön. Seht ihr das hier mit der Spiegelung? Wie schön das aussieht. Kann auch hier, wenn wir das Licht anschalten, sieht es übrigens so aus. Finde ich auch sehr angenehm. Es blendet nicht, es sieht gut aus. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr angenehmes Führerstandslicht. Aber das ist ja sowieso immer der Fall im TSW eigentlich, dass das Führerstandslicht in der Regel im Vergleich zum Train Simulator sehr, sehr angenehm ist. Im Train Simulator blendet das meistens extremst, wenn man das Führerstandslicht anschaltet. Im TSW hatte ich, glaube ich, gibt es keine Lok, wo mir jetzt ad hoc einfallen würde, dass ich da das Licht wirklich so grausam finde, dass ich es auf gar keinen Fall benutzen würde. So, ich nehme schon mal die Leistung runter. Wir müssen eh gleich anhalten. Haben wir aber vorher noch ein haltzeigendes Signal vor uns. Und zwar am Ende des Bahnsteigs. Hier in Gillingham. Welcome to Gillingham. Und da müssen wir anhalten. HSS Higher. Aha. Stop, look, listen, beware of trains. Dann halten wir einfach mal am Bahnsteig und warten, beziehungsweise fragen mal nach. Wir müssen aber fortfahren gemäß der Signalbilder. Hier in Gillingham, so sieht's hier aus. Ich weiß gar nicht, ob wir je schon mal zusammen auf Southeastern Highspeed unterwegs waren. Aber sieht nach einer so einer ziemlichen Arbeitersiedlung aus, oder? Oder wobei, das ist schon mehr so betuchte Vorstadt. Ich weiß es nicht. Bin mir nicht sicher, ob ich das schön finde oder nicht. So, Signal ist also laut HUD umgesprungen. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Rangiersignal jetzt für uns gilt, hoffentlich. Also laut HUD dürfen wir ja wohl fahren. Schauen wir mal, ob das auch wirklich der Fall ist. Ja, scheint wohl der Fall zu sein. Ups. Ah. Das war mein Fehler. Falsche Taste, versehentlich den Richtungsschalter auf ausgestellt. Hier auch schön detailreich, ne? Hier die auch die Anschriften hier.
hier die ganzen Einheiten auf jeden Fall meines Erachtens sehr schön dargestellt. Also 3D-Modell wie immer top von DTG. Sounds und so kann ich letztlich nicht so gut bewerten, weil ich das Originalfahrzeug nicht kenne. So, ich fahre jetzt hier rechts rüber, dürfen das aber nur mit 15. Was ist das hier? Hier steht noch ein Fahrzeug im Kies. Sieht aus wie ein deutsches Nummernschild, ne? Von der. Oder ein europäisches Union-Nummernschild. Tja, UK. Habt ihr euch da selbst eingebrockt, ne? Und dann sind wir jetzt gleich angekommen. Ach, hier ist die eine Zugwaschanlage, sehr cool. Und hier vorne einfach geradeaus durch. Das ist dann unser Prellbock, auf dem wir zufahren, um unseren Zug abzustellen. Hoffentlich nicht drauf fahren. So, wir bremsen mal langsam. Und müssen jetzt mal langsam hier anhalten. Oh, wir müssen tatsächlich noch weiter ran, ne? Na, noch ein Stück. So. Jawohl. Volle Leistung. Bremse. Oh, kein, nicht Schnellbremsung. Vollbremsung. Aktivieren Sie das DRA. Aktivieren. Deaktivieren. Aktivieren Sie. AWS Operation. Achso, DRA. So. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral. Hauptschlüssel aus. Und wir verlassen den Zug. Das mache ich dann jetzt gleich. Ich bedanke mich bei euch aber ganz herzlich fürs Zuschauen zu dieser Preview hier heute. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.